Ja, moin moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren RimWorld Video. Und heute werden wir dem lieben Julian seine neuen Beine ranmachen, weil der hat nämlich ein paar, die ihm fehlen. Zwei Stück. Ja, Beinprothese, okay, aber trotzdem sind beide Beine weg. Und da müssen wir halt mal gucken, ne? Ich will dann eigentlich beide durch bionische ersetzen, wird ein bisschen pricey, aber mein Gott, ne? Ist halt so. Eigentlich sollten wir allen bionische Beine geben, aber. Naja. Ich habe mir überlegt, dass wir vielleicht mal die nächsten Runs mal Dings ausprobieren könnten. So ein Mod, der das Schießen und Co. so ein bisschen verstärkt. Da gibt es Mods für. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie genau der Mod heißt. Nicht Run and Gun, der heißt irgendwie anders. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Auf jeden Fall gibt es da einen Mod und der verstärkt die Schadenswerte. Das heißt, du wirst relativ schnell gekillt, aber auch die Gegner werden relativ schnell gekillt. Alles ist ein bisschen fast-paced. Ja? Also man muss wirklich nachdenken, wo platziert man die und wie nutzt man zum Beispiel Deckung aus. Ich habe allerdings Angst, dass man dann gar nicht mehr auf offener Fläche wirklich kämpft, weil man Angst hat, so nachher, wenn der mich irgendwas trifft, ne? Dass man da halt voll ängstlich wird und eigentlich nur noch wie so ein Feigling hinter der Ecke wartet und dann, naja, ne? Das ist so wie mit dem Messer dann zum Boxkampf zu kommen, ne? Also dass man immer solche Taktiken dann benutzt, sage ich mal. Und ja, da müssen wir mal gucken. Da müssen wir mal gucken. So, Untergrund gescannt, das ist schon mal gut. Wir haben hier Stahl auf der Karte schon mal freigelegt, das ist sehr gut. Ich habe irgendwie Lust, ein bisschen was anzugreifen, ein bisschen Terror zu machen, ein bisschen Stress zu schieben. Ich habe da irgendwie voll Bock drauf. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier was angreifen sollten. Aber es kann halt auch passieren, dass wir dann angegriffen werden, während wir angreifen. Das wäre nicht so toll. Und wir sollten eigentlich verkaufen gehen. Also es ist eigentlich, schwierig. Irgendwie Bock da anzugreifen. Und ich hätte sehr, sehr gerne eigentlich Large Faction. Ne? Diese Faction-Based-Mod hätte ich eigentlich gerne. Aber die kann man nicht einstellen. Es gibt da keine wirklichen Einstellungen für. Das fuckt mich ja ab. Deswegen, also da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Wir könnten eigentlich sollten wir alle mitnehmen, aber dann haben wir keine Absicherung. Ja. Wie lange dauert das denn? Ungefähr einen Tag. Also wir müssen einfach hoffen, dass wir einen Tag lang keine Angriffe haben. Könnten wir eigentlich tun. Ja, 9 Tage, 10 Tage fast. Wir brauchen einen Tag zum Hinreisen. Wir haben für 5 Tage was dabei. Würde ich sagen, geht fit, oder? Ja, würde ich sagen. Probieren wir es einfach aus. Mehr als schief gehen kann es nicht. Und mein Gott. Das Spiel hasst mich dann wahrscheinlich und schickt mir trotzdem irgendwas auf den Hals. Aber ja, wir haben halbwegs eine Verteidigung. Aber ihr seht es ja auch, ne? Da muss noch viel gemacht werden. Wobei das hier wurde, glaube ich, zerstört. Nee, das hier wurde zerstört, genau. Wurde aber auch wieder aufgebaut, finde ich gut. Ja, gucken wir mal. Wir sind leider noch nicht los. Ich musste jetzt noch mal was machen, beziehungsweise hat da auch was nicht ganz so hingehauen. Was mich gerade so ein bisschen schockiert ist, wenn ich alles verkaufen würde, würde ich 17.000 bekommen. Und jetzt kommt der Knaller. Ich habe schon eine Locust-Rüstung gekauft. Ich habe schon Raccoon-Helme gekauft. Beziehungsweise hier den einen und dann noch einen Katafraken-Helm. Und trotzdem. Das ist so übel. Und ein Impulsgewehr habe ich auch noch gekauft. Also. Wir haben viel zu viel Geld. Viel zu viel. Das ist so brutal. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das alles loswerden soll. Also. Da.
Ich kann ein bisschen mehr als 1000 loswerden, aber das war's dann auch schon. Voll heftig. Also ich zahle jetzt nicht mal was. Im Gegenteil, ich krieg sogar noch Geld. Da guckt euch das an, ey. Das ist so krass einfach. So, du ziehst den mal eben an. Beziehungsweise mittlerweile würde ich sagen, sogar Takamitsu könnte das eigentlich anziehen. Trag den mal eben weg hier. Und dann sind wir auch gleich los. Ich musste halt gerade die Karawane abbrechen, weil der Fabio hatte so ein kleines Problemchen. Der hat sich nicht so wohl gefühlt anscheinend. Hat einen Fressflash bekommen, nicht so geil. Jetzt ist schon wieder einer verwirrt. Der Kardox, ne? Ja, jetzt drehen sie alle durch hier. Ah, jetzt muss ich wieder abbrechen. Die sind so kacke. Egal. Oh, ich nehme das übrigens zurück. Es ist ein starkes, übersinnliches Brummen gerade. Deswegen sind die nicht so gut drauf. Ich werde die mal eben kurz hier ein Bier trinken lassen. Also die sich so scheiße fühlen. Damit die sich so ein bisschen besser fühlen. Aber wir müssen warten, bis die alle wieder normal sind. Aber wir könnten das auch so ohne die machen, oder? Aber wobei, ohne Little Yoshi, muss glaube ich nicht sein. Das ist uncool. Das ist uncool. Mal eben was ausprobieren. Und zwar immer eben was sehen, und zwar, ob man die reparieren kann. Weil eigentlich ist sie ja so gut wie kaputt. Und ich will sehen, ob wir die reparieren können, wenn sie aufgebaut ist. Komm, do it. Ja, das geht, super. Das ist cool, das freut mich. Also könnt ihr die Sachen, die ihr findet, in den Ruinen auch ganz einfach benutzen. Wie gesagt, wenn ihr diesen Ruinenmod verwenden wollt, weil manche meinen ja, es wäre ein bisschen OP gewesen, ne? Von wegen, dass man dann zum Beispiel sehr schnell neue Technologien hat und so. Da habe ich eine Idee, die das weitaus angenehmer macht. Und wir haben zu viel Muffalo-Wolle. Viel zu viel. Muss ich auch bald verkaufen. Ich muss mal eben eine Karawane eigentlich losschicken, die irgendeine Sachen verkauft, weil, Alter, wir haben zu viel Stuff. Wir sind einfach viel zu reich. So, 4 Leute schicken wir los hier. Der Julian kann auch mit, weil der hat so die Skills, sage ich mal. Ja, so 700 hier, so. Kannst gleich die noch mitnehmen. Haben sie ein bisschen, ne? Sind so gut hier unterwegs. 50 Felder, bla bla bla. Wir nehmen das Bier mit, weil Bier bringt Geld. Und die Muffalo-Wolle, weil ich zu faul bin, da irgendwas draus zu machen. Da. Bap, 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 bap. So. Den Rest Stoff nehmen wir auch noch mit. Sind bis oben hin voll. Und los geht's. So. Also. Wo waren wir gerade stehen geblieben? Ach ja, stimmt, Ruins. Ich wollte euch noch eine Einstellung zeigen. Und zwar, wenn ihr denkt, okay, ne, das wäre zu OP, das hat einer auch in den Kommentaren erwähnt, ich glaube, das war Kitty oder Kardox oder ich weiß nicht mehr, wer das war, tut mir leid. Real Ruins geht auf Einstellung, ja, geht da runter und da No Ruins on Starting Map. Wenn ihr das anschaltet, dann habt ihr nur Ruinen auf anderen Karten und dementsprechend wird es noch reizvoller, darauf zu gehen, wenn man sich denkt, vielleicht finde ich da zum Beispiel einen Pokertisch, ne, oder irgendwelche anderen Sachen, die man mitnehmen kann, die halt wirklich einen Vorteil bringen.
Man muss aber trotzdem noch forschen. Man kriegt jetzt nicht einfach zum Beispiel hier so einen Geothermie-Generator in den Poppes gesteckt, wie das der Fall wäre, theoretisch, wenn man sehr viel Glück hat und Ruinen hat auf der eigenen Karte. Wenn man das allerdings so macht, hat man die Geothermie-Generatoren zum Beispiel nur auf anderen Karten. Ja? Dann könnt ihr die zum Beispiel abbauen und dann die Sachen euch nehmen. Das wären ja hier, ich sag mal, das können wir uns ja mal eben kurz angucken, was wir da genau kriegen, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel das Ding hier kaputt mache. Das machen wir mal eben. Ich will nur mal sehen, wie viel das ist, ja. Damit wir ungefähr mal einen Eindruck haben. So. So, das sind jetzt zum Beispiel hier 4 Bauteile. Habt da ein paar Bauteile dabei. Ist ja auch nicht schlecht. Also von daher kriegt man noch einen Vorteil raus, aber jetzt auch nichts Riesiges, ne? So, jetzt klappern wir hier mal alles auf der Karte ab. Ich habe hier schon 3 Städte durch. Das ist heftig. Ich muss hier wirklich sehr weit reisen, damit ich überhaupt mein Zeug loswerde. Das ist so crazy einfach. Ich meine, es ist einfach so viel Arbeit, hier nur das Zeug loszuwerden, was ich mitgenommen habe. Die haben jetzt zum Glück hier ein bisschen Geld. Aber hier, seht ihr. Also es ist eigentlich quasi unmöglich, das ganze Bier hier loszuwerden. Seht ihr das? Das ist irre. Man verdient mit Bier einfach so verdammt viel Geld, dass ich einfach nicht mehr hinterherkomme. Also ich hatte da gerade so eine schöne Menge. Oh mein Gott. Oh, wo war das denn noch? Ich glaube. Ja, irgendwie hier ist relativ nah dran. Aber, ne, es ist irre. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal Bier verkauft? Also nicht im realen Leben, sondern im Spiel. Es ist irre, wie viel Geld man verdient. Ich habe jetzt schon mit der Karawane so viel Silber dabei, ne? Es ist krank. Ich habe gar nicht gemerkt, dass auf unserer Heimatkarte hier ein Brand entstanden ist. Der gesamte nordwestliche Wald ist abgefackelt. Und das sieht nochmal richtig imposant aus, weil wir jetzt hier auch einen Unterschied haben, ne? Seht ihr das? Also da ist dieser Mod noch, sage ich mal, auch richtig, richtig geil, finde ich, ne? Man sieht richtig, wie die Welt sich dadurch den Brand verändert. Das war vorher ja so ein bisschen weniger sichtbar, finde ich. Also klar, man hat es irgendwo auch gesehen, aber nicht so deutlich. Also hier sieht man ja richtig, wie der Wald hier abgebrannt ist, ne? Aber das ist ja... Das ist ja richtig heftig hier, seht ihr das? Aber das sieht auch richtig, richtig gut aus. Vorher war das richtig langweilig eigentlich, aber jetzt hat man da auch richtig was zu gucken. Also ich finde das interessant, ne, wie die Mods, sag ich mal, das Spiel so beeinflussen, vor allem so vom Flair her. Also es fühlt sich halt auch teilweise komplett anders an, ne? Wobei wir noch recht leichte Modifikationen haben, ne? Aber ich finde, die bringen schon viel. Ja. Da hat sich es jetzt, sage ich mal, ein bisschen verändert, die Lage. Wir haben jetzt hier eine neue Situation. Und zwar ist hier ein Mechanoiden-Cluster runtergekommen, der... Wir haben 2 Autoimpulstürme hier, wir haben diverse kleine Kugelwerfer, wir haben aber, ich glaube, sonst nicht wirklich viel. Ich sehe auch nicht so viel gerade hier. Wir haben ein paar Zellen. Aber ich denke, da können wir gut durchkommen. Ich denke, da kommen wir gut durch. Wir könnten hier zum Beispiel erstmal hin, könnten den zerstören. Der Autoimpulsturm hier auch relativ gut kaputt zu machen. Oh mein Gott. Melli, Deutsch, Melli, wirklich. Da müssen wir uns was überlegen, wie wir das wegmachen. Das, ne? Also ein paar haben wir hier auch. Ein paar Gegner, nicht so verdammt viele, sind jetzt von unten gekommen, sehr gut. Dann werde ich mir das überlegen und dann würde ich sagen, gehen wir gleich los. Aber erstmal gibt es ja noch eine schöne Phönix-Rüstung, weil ich habe nämlich eine gefunden.
Und, oh, da sind auch ein paar Rüstungen fertig. Nee, eine Rüstung ist fertig geworden. Das ist schön. Kann der Pauli hier... Der Faulige, nicht Paulige. Ich habe irgendwie P gelesen hier, ne? Der Faulige hat jetzt hier einmal... Noch eine Phönix-Rüstung ist ja... Nee, der... Nein, du nicht. Lukus, so, der kriegt den. So. Dann haben wir nämlich jetzt schon wieder ein paar Rüstungen mehr. Und brauchen gar nicht mehr so viele herstellen. Und wir haben vor allem auch hier bionische Beine da. Und das ist recht wichtig, denn der Julian braucht bionische Beine. Das linke Bein. Einmal bionisches Bein, das linke Bein bitte. Und dann nochmal ein bionisches Bein, das rechte Bein bitte. Und dann würde ich eigentlich... Ich würde ihm am liebsten noch die Wirbelsäule reinknallen, weil Julian ist einfach so wichtig für uns. Und... Warum eigentlich nicht, wenn wir schon dabei sind? Komm, Julian. Komm. Rude Jaus. Jetzt kriegst du die volle Packung hier. Du kriegst die volle Packung. Wir können auch dir einen bionischen Arm geben. Warum eigentlich nicht? Wobei, das sollte lieber jemand mit der Prothese. Wobei, ihr Beinprothese... Ich gebe das jemand mit der Armprothese. Ich glaube, nicht der Henry Schwind, der nicht, aber der Little Yoshi, hier, der hat nämlich auch eine Armprothese, dann kriegt der jetzt den bionischen das bionische Bein, weil ich dachte, ach komm, hier, machen wir in meinem bionischen Arm. Das war ja hier die linke Schulter, ne? Nee, rechte Schulter, rechte, okay. Bionischer Arm, rechte Schulter, so. Dann kommt die Armprothese nämlich raus und wir haben dann gleich nochmal ein bisschen das Ganze hier verbessert. Ich würde auch sagen, wir führen mal eben die Operation durch. Und dann werden wir die hier kurz herrichten, ne? Schön feini machen und dann werden wir den Cluster oben angehen. Aber ich möchte halt vor allem Julian hier endlich wieder zu 100% fertig haben, weil dem ging es ja jetzt schon eine längere Zeit nicht so gut. Hier haben wir auch noch eine Rüstung, da bräuchten wir 3 Überfälle mit 29 Söldner-Scharfschützen. Es könnte sein, dass ich meine gesamte Kolonie damit gegen die Wand fahre. Aber ich will diese Rüstung haben. Es ist erst in ein paar Tagen. Nee, in 20 Stunden auf kalt. 20 Stunden nur. Also entweder habe ich gerade richtig Scheiße gebaut. Also wir haben 2 Leute, die jetzt operiert sind. Die operiert sein werden. Okay, er nicht. Das ist gut. Dann werden wir das erstmal aufschieben. Aber Julian kann gerade nicht benutzt werden. GGT. Wer Family Guy gesehen hat, der weiß, warum GGT. Aber egal. Das jetzt kann ich euch auch eigentlich dabei lassen, weil jetzt brauche ich gar keinen Cut machen. Also Julian wird in 20 Stunden wahrscheinlich nicht ready sein. Der ist immer noch sediert. Aber er hat eine Wirbelsäule auch drin. Was ich ziemlich cool finde. Weil dann können wir die endlich mal verarbeitet. Ne, da hat hier sowieso keiner irgendwie Wirbelsäulenprobleme. Und daher ist es egal. So, wir wollen dann auch schon mal die nächsten hier fertig machen. Also ich würde gerne 2 Raccoon-Rüstungen noch bauen. Ne, so 2 Rüstungen können wir gut noch gebrauchen. Hier, hier. Und da kommen sie auch schon. Wir haben insgesamt hier 20 Menschen. Dann kommen auch wahrscheinlich noch andere Angriffe, weil das waren irgendwie 29, 39 oder so. Stand da ja so eine Gesamtzahl. Das sind Scharfschützen. Wehe, ihr triggert das. Dann trigger ich. Nein. Was? Das sind ja keine Scharfschützen. Das sind Leute mit einer Minigun.
Von wegen Scharfschützen. Da standen Scharfschützen, verdammte Sch... Jetzt sind wir richtig am Arsch. Jetzt sind wir richtig, richtig am Arsch. Aber so richtig. Unsere Muffalos sind weg. Unsere Muffalos können wir jetzt voll vergessen. Howling Bots sind auch kaputt. Bevor ich es vergesse, die wieder... Ne, nicht, dass wir das vergessen hier. Auf den muss ich aufpassen. So... Lieber nicht. Na komm. Nein! Okay, die fliehen. Ja, haben auch gut Schaden angerichtet hier. Die Ratten. Scharfschützen! Scharfschützen! Hm? 29. Ich glaube, das war nicht mal der Raid. Ich glaube, der Raid kommt noch mit den Scharfschützen. Ich glaube, das hier, das war der gar nicht. Das finde ich jetzt nicht cool. Das finde ich gar nicht geil. Das finde ich gerade überhaupt nicht geil. Also, Scharfschützen bedeutet eigentlich nicht Scharfschützen. Es bedeutet nicht diese, dass sie mit... Was ist das? Es sind jetzt nicht mal 29, es sind 9. Ich meine, das sind 20. Nicht 29. Das Spiel kann weder zählen, noch sich an seine eigenen Vorgaben halten. Anscheinend gerade. Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist. Ich denke, dass es ein Bug ist, weil Scharfschützen sind doch eigentlich, ne? Hier ist ja alles möglich mit dabei. Hier sind sogar Nahkämpfer mit dabei. Das sind doch keine Scharfschützen. Ich wollte das eigentlich nicht tun. Ich will das eigentlich nicht tun. Eigentlich will ich das nicht. Ah, aber gut, sind gut gelandet. Sind sehr gut gelandet hier. Die werden uns erstmal so ein bisschen helfen. Aber wird es reichen? Wird die Unterstützung reichen oder wird der dritte Angriff unser Untergang sein? Vieles mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge von RimWorld. Bis dann und tschüss.